Das war auch jetzt interessant in Thüringen. Die Leute richten sich darüber auf, dass es in den Parteien Streit gibt, dass es unter den Parteien Streit gibt, dass Politiker jetzt keine edlen Menschen sind, dass sogar einige keine Berufsausbildung haben, was ich auch nicht gut finde. Trotzdem dürfen sie natürlich Politiker sein, wenn sie jemanden finden, der also so dumm ist, dass er sie wählt. Und was man den Leuten nicht klar machen kann, diesen Kritikern unserer Form von Demokratie, dass es ja nur eine der praktische Alternative gibt. Wir haben irgendeine Form von Diktatur, dann steht irgendeiner Form, Mussolini heißt er, Hitler, Putin heißt er, Jin oder Xi heißt er, wie auch immer. Und alle stehen dahinter und alles, was an Auseinandersetzungen kommt, wird der Öffentlichkeit entzogen, läuft aber dafür dann wahrscheinlich also noch viel brutaler ab, als es andernfalls ablaufen würde. Und es gibt überhaupt keine Möglichkeit, jemanden loszuwerden, außer Putsch oder Mord und Totschlag. Das kann ja wohl keine Alternative sein. Ich finde an der Demokratie immer noch das Beruhigende, dass es grundsätzlich möglich ist, diejenigen, die die Herrschaft haben, auch abzuwählen, wenn der Bürger die Einsicht hat, dass sie weg müssen. Das finde ich an der Demokratie auch das Beruhigende. Da will ich mal gleich einhaken. Man hat nicht nur das Recht, man hat auch manchmal die Pflicht, abzuwählen. Welche Partei würden Sie denn heute abwählen und welche würden Sie in die Regierungsverantwortung wählen wollen? Ja, das ist die Partei, die ich in der Regierungsverantwortung sehen möchte, existiert im Augenblick nicht. Also die CDU hat ihre Mehrheitsfähigkeit und auch einen großen Teil ihres Appeals an konservative Wähler verloren, indem sie sich Modethemen öffnete. Damit hat sie zwar an dem Potenzial von SPD und Grünen teilweise genagt. Sie hat aber recht so viel verloren, dass sich dort eine Partei wie die AfD ausbreiten konnte. Man muss sich ja vorstellen, wenn man sich die Umfragen anschaut und die Umfragen in ein rechtes und in ein linkes Lager einteilt, dann sind im Augenblick nach den aktuellen Umfragen im linken Lager 4% Linkspartei, 20% SPD, 20% Grüne, zusammen 44%. Das rechte Lager umfasst 28% CDU, 7 oder 8% FDP, 14-15% AfD. Das rechte Lager wäre also in der Mehrheit. Ja. Und ein Helmut Kohl hat ja zu seiner Zeit das gesamte rechte Lager, was nicht FDP war, bei der CDU-CSU vereinigt. Und damit hatte er die Mehrheit, auch obwohl die SPD damals viel stärker war als heute. Das heißt, die Aufspaltung auf dem rechten Spektrum führt dazu, dass die CDU-CSU zum also babylonischen Gefangenen künftiger Koalitionen mit den Grünen oder mit der SPD wird.